Hallo und ein herzliches Grüß Gott an euch alle, an die Teilnehmer der Josefsweihe 2022. Morgen am 19. März wird unsere Weihe beendet, am Festtag des heiligen Josef. Wer möchte, kann gerne über die heilige Messe aus der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Kloster Lechfeld teilnehmen. Den Link für den Livestream sende ich euch spätestens morgen früh. 33 Tage waren wir jetzt im Gebet verbunden und haben den heiligen Josef sehr, sehr gut kennengelernt. Für uns ist er ein ganz, ganz wichtiger Heiliger, ein großer Fürsprecher, ein mutiger Heiliger und einer, der beharrlich sich für uns Menschen einsetzt. Gerade in der heutigen Zeit ist es ganz, ganz wichtig, dass wir solch einen Heiligen haben und auch ihn immer wieder um seine Fürsprache bitten. Wir waren insgesamt 234 Teilnehmer an der Weihe zum heiligen Josef und das hat mich schon in einer gewissen Weise sehr gefreut, da ich am Anfang mit maximal 20 bis 30 Teilnehmer gerechnet habe. So wurden es deutlich mehr und die meisten haben auch bis zum Schluss durchgehalten. Grundlage für die Weihe war das Buch des kanadischen Priesters Weihe an den heiligen Josef. Daraus habe ich viele Texte entnommen und den Rest habe ich aus verschiedenen anderen Publikationen verarbeitet. Wenn morgen unsere Weihe beendet ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir per E-Mail ein kleines Feedback gebt, eventuell auch ein Zeugnis ablegt. Dafür könnt ihr auch unsere WhatsApp-Gruppe nutzen, die ich morgen nach der Weihe freischalte für 2 Tage. Das heißt, da kann jeder nochmal was reinschreiben und das wäre, denke ich, für alle sehr, sehr interessant, wenn vielleicht noch zusätzliche Informationen, Anregungen, persönliche Erlebnisse, auch vielleicht persönliche Gebetsanliegen nochmal hinterlegt werden. Herzlichen Dank möchte ich an Herrn Bücheler sagen, der mir freundlicherweise einen Teil der Audiodateien zur Verfügung gestellt hat und vor allem die Audiodatei mit der Litanei zum heiligen Josef, die immerhin fast 2000 Mal auf dem YouTube-Kanal aufgerufen wurde. Für mich ist es jetzt auch eine kleine Befreiung nach 33 Tagen, jeden Tag in der Früh aufpassen, dass man nicht vergisst, etwas zu senden. Und es hat es selbst geklappt in der Zeit, als ich im Ausland war, einige Tage, da hat es gut funktioniert. Und ich werde jetzt die nächsten Tage etwas genießen, ohne diesen Druck, dass man jeden Tag dran denken muss, dass alles klappt. Und es waren doch einige technische Schwierigkeiten, die der Widersacher immer wieder eingelegt hat, aber wir haben alles gemeistert und es war schön, dass es funktioniert hat. Ich wünsche euch Gottes Segen, bleibt gesund, alles Gute und ich freue mich, von euch zu hören. Herzlichen Dank.